Schönen guten Tag, liebe Biker-Freunde. Nächstes Mal wieder Schrauberzeit. Irgendwie war für Sabrina das Christkind schon vorher da. Und jetzt werde ich mich mal dazu begeben, eine neue Komplettanlage zu verbauen. Und zwar von... Entschuldigung, die Heizung, ich hoffe, das ist nicht zu laut. Und zwar von Shark. Kleine Voransicht. Ja, das werde ich jetzt mal tun. Da es im Video im Netz schon genug Videos gibt, wo der MT-07 einen neuen Auspuff kriegt, spare ich mir das jetzt mal alleine hier rumzufilmen. Wenn es was Interessantes gibt, melde ich mich. Ansonsten kommt jetzt gleich noch mal eben der alte Auspuff. Der ist ja auch schon etwas modifiziert. Wenn da jemand Interesse dran hat, ist sogar schon durch eine Polizeikontrolle gekommen, ist also nur leicht modifiziert, aber hört sich nicht mehr an wie eine Nähmaschine, wie das vorher war. Und ja, dann begebe ich jetzt, mich jetzt mal da dran, das Ganze umzubauen. Wenn es was Interessantes gibt, melde ich mich nochmal. Vorher, nachher Sound seht ihr gleich wahrscheinlich auch noch. Obwohl es hier in der Garage ein bisschen blöd ist. Aber gut, bis gleich mal. So, so weit sind wir bis jetzt gekommen. Wir haben vorne alles drin und die Federn eingehakt. Die Sonde wieder drin. Soweit alles vorbereitet. Und bei dem Auspuff ist das cool. Der nimmt hier den alten Befestigungspunkt. Andere haben dann hier oben noch einen Halter nach unten, um den hier festzumachen, oder müssen hier was abschrauben und hier was anschrauben. Und dieser hier hat eine Halterung, die geht ein Stück wieder nach vorne und geht mit hier an diesen Befestigungspunkt. Also perfekt. Nicht hier noch zusätzlich irgendwo eine Halterung oder sonst irgendwas. Da meine Frau ja auch keine Fußrasten mehr hat, also Sozius-Fußrasten. Weil einige gehen auch hier dran und haben dann hinter der Sozius-Raste so ein Ding da unten. Na gut, dass er das nicht hat. Alles klar, ich mach mal weiter. Meld mich später. Hallo, liebe Biker-Freunde. Es ist vollbracht. Er ist montiert. Ich finde, das ist mal ein Auspuff. Schwarz-matt, passend zur Karre. Und der sieht auch mit DB-Killer, weil jetzt ist er drin. Aus, als ob es ein richtig großes Ofenrohr wäre. Ja. Sieht es von hier aus, sieht man fast gar nichts von dem Auspuff. Alles tippitoppi. Mal einen kurzen Soundcheck. Gleiche Position wie mit dem Original und ohne DB-Killer. Ja, mit Zündung geht es besser. Das kann man machen. Lauter und alles wieder legal. Oh, jetzt die ganze Nummer draußen nochmal. Schick, schick, finde ich. Vom Design mit dem schwarz-matten. Sieht aus. DB-Killer. Knallt auch nach. Wird wahrscheinlich auch noch mehr, wenn Krach machen mehr.
Ja, knallt auch nach und wird wahrscheinlich noch mehr, wenn es ausgebrannt ist. So weit, so gut. So gefällt mir die MT-07 immer besser. Ich glaube, ich brauche auch so ein kleines Ding noch für die Arbeit. Ja, also gut. Dann macht's mal gut. Ciao.